Freut mich, dass du zu einem weiteren Final Fantasy VII Rebirth Guide mit am Start bist. Und heute kümmern wir uns um die Kampfsimulation, Herausforderungen, Bosse auf den Barrikaden. Und so viel vorweg, das Ganze hat es auch ordentlich in sich. Du wirst es wahrscheinlich nicht First Try hinbekommen, wenn doch, umso geiler. Aber falls du noch nützliche Tipps suchst, dann bist du hier im Video richtig und ich werde dir zeigen, wie du die 10 Kämpfe so bestreiten kannst, dass du als Sieger hervorgehst. Es bedarf hier einer entsprechenden Vorbereitung natürlich auf jeden Fall. Das bedeutet, wir gehen auf die einzelnen Ausrüstungsteile und auf das entsprechende Materia ein. Und wenn dir solche Guides auf diese Art und Weise hier gefallen, lass es mich gerne über die Kommentare bzw. auch einfach mit einem Daumen nach oben wissen. Würde mich mega freuen. Und an der Stelle legen wir mal los mit unseren Chars. Und für den Fight brauchen wir natürlich definitiv Cloud. Hier nehmen wir als Waffe den Wellenbrecher, denn er ist ein guter Mix aus physischer und magischer Attacke, was die Punkte betrifft. Außerdem solltest du den Setra-Armschutz nehmen oder etwas Vergleichbares, was dir natürlich hier dann auch 8 Slots vom Materia herbringt. Als Accessoire würde ich den Kriegsorden nehmen, denn damit bekommst du nämlich direkt die höchste Limitstufe bei Kampfbeginn freigeschaltet. Das ist natürlich sehr gut. Außerdem im Bereich von Materia setzen wir ein Amplifikation in Verbindung mit Toxin und Gestein. Außerdem haben wir den ATB-Boost, die Feindtechnik, Automagie, TP-Boost. Dann haben wir den Phönix als Esper dabei. Hier unten geht es weiter mit MP-Boost. Dann haben wir noch Kraft. Muss jetzt nicht unbedingt auf der höchsten Stufe sein, wäre natürlich umso besser. Dann haben wir noch ATB-Schock. Wir haben den Erstschlag, wir haben Gestein als Materia in Verbindung direkt mit der MP-Absorption, was natürlich auch sehr gut ist, auch wenn das jetzt hier auch noch nicht auf der höchsten Stufe im Prinzip freigeschaltet ist. Dann haben wir nochmal Gestein, auch wieder auf dem höchsten Level in Verbindung mit MP-Einsparung. Als Fertigkeit haben wir die magische Attacke plus 20, MP-Maximum plus 3, heilender Schock und Schaden von normalen Angriffen plus 5%. Du kannst hier natürlich gerne ein bisschen abweichen und wir machen weiter mit Aris. Und bei Aris haben wir zunächst erstmal als Waffe hier den Gamban Tein oder wie auch immer er sich hier nennt. Dann haben wir den Valkyrenreif, der bringt uns 6 Slots, da kannst du auch gerne auf was anderes ausweichen. Und den Mantel des Chocobo-Königs, denn damit haben wir direkt zu Kampfbeginn 2 geladene ATB-Leisten. Als Materia nehmen wir effizientes Blocken in Verbindung mit präziser Abwehr, ATB-Boost, Chakra, Heilen, Wiederbeleben, werden wir auch einsetzen, wirst du sehen. Dann Neo Bahamut als Esper, hier haben wir magische Verkettung in Verbindung mit Meteorit, das ist auch etwas sehr Gutes, Zerstörung, Widerstand, Barriere und Schutzengel. Manches Materia ist super wichtig, aber manches ist auch jetzt einfach nur hier optional und beziehungsweise hier Zerstörung, das ist eigentlich auch mit viel, viel wichtiger, denn da können wir nämlich Bann anwenden und das ist mega wichtig, um in einer bestimmten Runde weiterzukommen. Sei gespannt. Als Fertigkeit magische Attacke plus 20, MP Maximum plus 3. Letzter Strohhalm, auch super wichtig, solltest du nicht vergessen. ATB Ladebonus und dann wechseln wir rüber zu Barret. Barret ist auch super wichtig, dass wir ihn dabei haben. Hier hast du Fafnir beispielsweise als Waffe. Kannst natürlich auch was anderes nehmen, falls du Bock drauf hast. Den Zetra Talisman solltest du nehmen, damit du 8 Slots bei Barret zur Verfügung hast. Dann die Morbol Sphäre. Die kannst du dir wiederum über die Synthese freischalten, wenn du im Gold Saucer über die Kampfherausforderungen beispielsweise noch Goldpunkte bekommen hast und dir dann einfach an der Tauschbörse das entsprechende Teil, so ein goldenes Teil holst und dann kannst du das herstellen. Details dazu findest du auf jeden Fall in der Synthese. Als Materia haben wir dann jetzt hier Zeit, dann haben wir Amplifikation direkt in der Verbindung, wir haben Magieverstärkung, auch wieder mit Zeit. Wir haben Auto-Waffenfertigkeit, TP-Boost, Esper, Kuyata. Dann haben wir hier unten präzise Abwehr in Verbindung mit MP-Boost. Muss jetzt nicht unbedingt, ne, ist auch keine, doch, ist eine Verbindung, aber muss jetzt nicht sein. Ist nicht so schlimm, wenn nicht. Magie-Boost, Erstschlag, Zeit wieder in Verbindung mit Schnellzauber. Dann Magieverstärkung, auch wieder in Verbindung mit Zeit. Und falls du noch Zeitmaterie brauchst, schau gerne mal bei Chatley in der Kosmo-Region, da findest du am Automat definitiv das, was dir vielleicht noch fehlt. Feuerstoß plus als Fertigkeit, Schock nachladen, elementare Materia und physische Attacke.
Damit bist du im Prinzip ready to go. Was du jetzt allerdings noch beachten solltest, das ist, dass du hier die Herausforderung so startest, dass du Barret als erstes wählst und dann Cloud und Aeris. So musst du einfach nicht viel hin und her switchen, gerade am Anfang. Wir starten unseren Lauf und am Anfang der Runden wird der Ablauf immer gleich bzw. ähnlich sein. Und als erstes wirst du hier mit Barret zusammen ja über die Zeitmateria Stopp wirken. Anschließend wechselst du direkt rüber zu Cloud und bekommst dann über Aeris für ihn wiederum den heiligen Magiekreis. Wenn der aktiviert wurde für Cloud, dann buffst du dich einfach mit L1 und R1, sodass du den ATB-Boost nutzt und wirkst dann innerhalb des heiligen Magiekreises Seisgar. Du wechselst dann anschließend direkt rüber zu Barret und setzt wieder ein paar Schüsse beim Gegner, sodass die ATB-Leiste geladen wird und dann kannst du erneut Stopp wirken. Das ist im Prinzip der Dauerloop, den wir jetzt immer wieder abfahren werden. Zwischendrin musst du natürlich auch schauen, dass du dann einfach, wenn die Gegner gestoppt sind, mit Cloud einfach auch wieder die ATB-Leisten lädst, sofern er das nicht selber macht. Und dann gehst du einfach wieder in den heiligen Magiekreis, wirkst hier wieder Seisgar, wechselst wieder rüber zu Barret und dort lädst du dann auch wieder die ATB-Leiste und wirkst als nächstes dann auch wieder Stopp. Und das wird, wie gesagt, immer wieder in der Wiederholung stattfinden. Und das ist einfach ein mega Vorteil. Zwischendrin siehst du dann auch mal unten jetzt gerade angezeigt bei Barret in der Leiste, dass er jetzt das Avalanche-Protokoll hier gestartet hat sozusagen über ATB und dadurch bekommt jetzt Barret erstmal den ganzen Schaden ab, den wir normalerweise kassieren würden als Cloud oder als Aeris. Das ist natürlich auch noch ein Vorteil von seinem Build als Tank. Er hat auch mit, ich glaube, um die 9000 oder knapp 10.000 TP halt wirklich viel, was er da im Prinzip dann auch ja schlucken kann am Endeffekt ja an Schaden durch die ganzen Gegner und das ist natürlich schon ein mega Vorteil. Und so kannst du dann die Runden auch relativ gut für dich entscheiden. In der zweiten Runde ist es jetzt im Prinzip das gleiche Spiel. Auch am Anfang wird jetzt hier erstmal über Barret Stopp gewirkt. Als nächstes wechseln wir wieder zu Cloud, können uns dann über Aeris hier den heiligen Magiekreis geben lassen. Das hat jetzt hier in dem Moment irgendwie nicht direkt geklappt. Ich weiß nicht warum, ob ich da zu schnell gedrückt habe. Das kann schon sein. Aber trotzdem habe ich dann hier Seisgar direkt gewirkt, nachdem ich mich über den ATB-Boost nochmal ein bisschen aufgeladen habe. Und dann siehst du, es ist trotzdem immer noch eine Menge an Schaden, was beim Gegner dann verursacht wird. Aber mit dem heiligen Magiekreis ist es natürlich besser, weil alles, was dort drin gewirkt wird, doppelt beim Gegner landet. Und das ist natürlich schon ein mega Vorteil. Deshalb auch jetzt hier einfach schauen, dass wir die ATB-Leisten natürlich wieder laden. Schock ist natürlich sehr gut durch das Materia ATB-Schock. So bekommen wir das Ganze schneller noch geladen. Und auch hier können wir dann uns im Magiekreis wieder hinstellen, nachdem wir mit Barret dann Stopp gewirkt haben und können hier das Ganze so auf die Gegner projizieren, dass das Ganze dann natürlich auch doppelt dort ankommt und doppelten Schaden verursacht. Ja, immer wieder reingehen natürlich auch mit Cloud in die Menge, sodass wir da auch wieder die ATB-Leisten laden, dasselbe wieder wirken. Und so siehst du, das ist wirklich ein absoluter Dauerläufer jetzt sozusagen, wie wir das Ganze gestalten. Wir müssen natürlich trotzdem immer ein bisschen auch im Auge behalten, was machen unsere TP-Leisten da unten. Wir werden das ein oder andere Mal auch drauf gehen können, dann haben wir immer noch Aeris dabei, die natürlich über diesen letzten Strohhalm immer nochmal mit einem TP sozusagen auf dem Spielfeld auch bleiben kann. Wobei, da muss man auch immer vorsichtig sein, soweit sollte man es im Idealfall gar nicht kommen lassen. Und dann kann man im Prinzip auch wieder mit Aeris natürlich über das Wiederbeleben Materia ein paar von den Verbündeten zurückholen, falls die da mal irgendwie komplett gestorben sind. Von daher, es ist wirklich ein relativ guter Build, also ich finde ihn sehr, sehr stark, aber trotz allem gehört hier einfach ein bisschen sich einspielen dazu. Und jetzt bei der nächsten Runde, bei der Runde Nummer 3, ist es vor allem so, jetzt müssen wir ein bisschen von unserem Ablauf abweichen. Auch hier wirken wir am Anfang direkt wieder über Barret natürlich Stopp bei den Gegnern. Als nächstes wechseln wir dann auch rüber zu Cloud und wirken den heiligen Magiekreis. Aber wir verlassen den direkt und platzieren uns hinter den Gegnern. Denn hier ist es so, wir haben den Judikator dabei und bei dem kann es dazu führen, dass alles, was wir an Damage beim Gegner verursachen wollen, auf uns projiziert wird. Deshalb verlassen wir jetzt hier an der Stelle den Magiekreis erstmal, gehen hinter den Judikator,
visieren den am besten auch komplett an. Und nachdem wir Seiska hier gewirkt haben, solltest du jetzt versuchen, ihn in den Schockzustand zu versetzen. Erstens lädt es natürlich alles hier deine ATB-Leisten. Und zweitens, wenn er geschockt ist und am Boden liegt, der Judikator, dann kannst du hier im Heiligen Magiekreis auch ohne Probleme Seiska wirken. Und der Schaden wird nicht auf dich projiziert. Falls du hier die Runden mal probiert hast, wirst du gemerkt haben, dass das immer wieder passieren kann. Und das ist natürlich schon richtig, richtig, ja, blöd, wenn du natürlich das, was du eigentlich beim Gegner platzieren willst, vor allem auch in doppelter Ausführung, wenn das dann bei dir landet. In der Runde Nummer 4, die ist eigentlich eine relativ leichte Runde, gehen wir genauso vor. Wir wirken natürlich hier erstmal über Barrett wieder Stopp, müssen jetzt hier nur schauen. Er hat leider das Avalanche-Protokoll jetzt hier aktiviert, weil wir zu schnell zu Cloud rüber gewechselt sind. Wir laden dann einfach mit ein paar Schüssen wieder die erste ATB-Leiste, wirken hier Stopp, wechseln wieder rüber zu Cloud, geben ihm über Eris wiederum den Heiligen Magiekreis, können dann jetzt hier uns buffen über den ATB-Boost bzw. die Balken aufladen, wirken Seiska im magischen bzw. im Heiligen Magiekreis und können dann hier mit Barrett uns auch wieder aufladen. Jetzt hat das Ganze hier dazu geführt, dass die Gegner geschockt wurden. Über den ATB-Schock bekommen wir natürlich hier beide Balken dann auch gleich von Cloud geladen, wirken hier wieder Seiska und dann siehst du, ist das eine Runde gewesen, die war wirklich sehr, sehr schnell vorbei. Leider wird es nicht unbedingt so bleiben, gerade wenn wir uns jetzt hier gegen den Grimmwolf in der Runde Nummer 5 behaupten müssen. Und ja, wir haben jetzt hier das weiße Moose noch dabei. Er ist jetzt hier resistent gegen irgendwelche Stoppattacken, wirst du sehen. Da ist die Immunität, da wurde es angezeigt. Aber das ist nicht so schlimm. Wir können trotzdem natürlich hier wieder dieselbe Herangehensweise nehmen. Holen uns über Eris dann einfach nochmal den Heiligen Magiekreis. Können dann jetzt hier auch wieder Seiska wirken, nachdem beide ATB-Leisten voll geladen sind. Und du siehst, es macht auf jeden Fall gut Schaden, auch wenn jetzt immer mal wieder beim weißen Moose steht, von wegen, dass das Ganze wirkungslos sei. Ja, das Gute ist natürlich, du kannst hier gleichzeitig das weiße Moose auch dafür nutzen oder den Gegner dafür nutzen, um bei Cloud ein paar normale Attacken zu landen oder mit Cloud ein paar normale Attacken zu landen, um dann natürlich auch über den Schock des Gegners relativ schnell deine ATB-Leiste wieder zu füllen. Und du siehst immer, ich warte dann nicht ab, bis ich gesehen habe, bis Cloud sozusagen die Seiska Materia bzw. Seiska gewirkt hat bei den Gegnern, sondern ich wechsle direkt instant wieder rüber zu Barrett und gehe dann hin und wirke dann oder beziehungsweise lade dann wieder über normale Schüsse dann die ATB-Leiste, um anschließend wieder Stopp zu wirken. Man muss ein bisschen aufpassen, je häufiger man natürlich das Zeitmateria einsetzt bzw. Stopp bei den Gegnern wirkt, desto eher werden sie resistent, also du wirst irgendwann merken, dass wenn du das ein paar Mal bei einem Gegner eingesetzt hast, dass das Ganze dann keine Auswirkungen mehr hat, also der Gegner wird dann nicht mehr eingefroren. Aber ich muss sagen, es ist trotzdem immer noch sehr effektiv, vor allem wenn du natürlich gerade am Anfang sehr, sehr viele von den Attacken, von diesen Seiska-Attacken beim Gegner landen kannst. Wenn ein Gegner zum Beispiel jetzt am Boden liegt, wie gerade eben, dann würde ich das immer, also im Schockzustand, dann würde ich das immer nutzen, um mit Cloud voll drauf zu gehen, um physischen Schaden natürlich beim Gegner zu verursachen dadurch, aber um auch gleichzeitig natürlich hier wieder unsere ATB-Leisten zu laden. Das ist sehr, sehr wichtig. So können wir einfach immer wieder natürlich uns wieder zurück auch in den Heiligen Magiekreis stellen und können dann wieder neu hier in dem Fall Seiska wirken. Das ist der ganze Ablauf an der Stelle. Wenn du natürlich eine Limitleiste geladen hast oder vielleicht sogar irgendeine Synchrofähigkeit noch aktivieren kannst, dann kannst du das natürlich auch gerne machen. Ich denke aber mit den Taktiken, die ich dir jetzt hier zeige, kommst du definitiv ganz gut durch die Runden. Diese Runde jetzt hier ist auch im Prinzip einfach wieder eine Haut-drauf-Runde. Dasselbe Vorgehen hier. Jetzt in dem Fall hat das nicht ganz geklappt. Wir haben hier Stopp nicht gewirkt, müssen dann nochmal rein ins Menü. Ist jetzt hier Gott sei Dank kein Gegner dabei gewesen, der uns irgendwie sofort stunnen konnte oder so. Also von daher sind wir jetzt hier nicht eingefroren. Theoretisch, ich habe mal versucht, diesen Bild auch so aufzubauen, dass wir anstatt der Zeitmateria quasi Schlaf wirken können. Ich weiß jetzt nicht genau, über welche Materia das war, aber ich habe es einfach mal probiert, was Schlaf macht. Schlaf ist natürlich auch ziemlich stark gegenüber den Gegnern. Das Problem ist nur, wenn du dann physische Attacken bei dem Gegner platzierst,
dann wächst du ihn natürlich auch direkt wieder durch dein Handeln auf. Also von daher ist Schlaf einfach nicht gut gewesen. Stopp über die Zeitmateria ist da viel, 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 viel effektiver. Das muss man wirklich sagen. Ja, und hier ist das Vorgehen jetzt im Prinzip kein anderes. Immer wieder auf die Gegner drauf. Aber du siehst jetzt auch schon, inzwischen bekommen wir natürlich relativ viel Schaden auch durch die Gegner. Und da ist natürlich das aktivierte Avalanche-Protokoll von Barret wiederum sehr gut, da natürlich der Schaden dann nicht direkt bei Aris oder bei Cloud landet, sondern Barret mit seinen, ich glaube, knapp 10.000 TP, mit denen er in so eine Runde starten kann, die können natürlich dann ordentlich für uns irgendwo den Schaden aufnehmen und uns da in dem Moment auch ein bisschen den Rücken frei halten, sodass wir uns nicht darauf konzentrieren müssen, oh, müssen wir uns jetzt direkt heilen, sondern wir hauen einfach drauf und gehen voll in den Gegner rein. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Taktik, wie wir das Ganze hier bestreiten können. Immer mal wieder natürlich auch schauen, können wir vielleicht auch Limit wieder wirken bzw. ausführen. Da ist ja das Gute, dass wir natürlich durch unser Accessoire dann auch das Ganze in der höchsten Stufe ausführen können und das macht natürlich ordentlich Schaden. Was du auch immer mal machen solltest, wenn du jetzt merkst, okay, diese Runde wirst du jetzt auf jeden Fall mit dem Limitschlag beenden, dann kannst du beispielsweise auch zu Aris rüber wechseln und kannst dann nochmal in der Zwischenzeit zum Beispiel Vita oder Vitra bei Barret wirken, um ihm noch ein bisschen zu heilen. Ja, diese Runde hier, die kann relativ tricky sein, denn die Würmer hier, die können Schlaf dir gegenüber wirken und das ist natürlich nicht so gut. Die Herangehensweise siehst du jetzt hier am Anfang natürlich auch direkt die gleiche. Sobald wir Seiska mit Cloud wirken, wechseln wir wieder rüber zu Barret, sodass wir natürlich die ATB-Leisten geladen bekommen und können dann dadurch wieder direkt nochmal Stopp wirken. Solange die Gegner am Boden liegen, würde ich dir empfehlen, mach das einfach nicht. Harre da erstmal aus. Sobald sie sich frei bewegen können, wieder zurück zu Barret und dann wieder Zeit aktivieren bzw. Stopp. Und dann kannst du hier das Ganze wieder ja, so angehen, wie es im ersten Loop war. Und du kannst wieder erneut einen Haufen Schaden bei den Gegnern verursachen. Die Dünenwürmer jetzt hier, oder Landwurm und Dünenwurm, der Landwurm ist der leichtere Gegner, der Dünenwurm ist jetzt etwas schwieriger, weil er relativ viel an Attacken fressen kann. Und nicht nur das kann er fressen, sondern er kann auch uns leider fressen. Und das kann in so einem Moment passieren, wenn er sich hier unter die Erde gräbt. Und jetzt ist Cloud einfach mal verschwunden. Er hat die Gruppe verlassen. Das ist natürlich, ja, eigentlich Worst Case an der Stelle. Aber wir können natürlich hier versuchen, jetzt einfach natürlich auch über Barret das irgendwo wieder gerade zu biegen. Im Idealfall führst du das Ganze jetzt dazu, dass du hier in dem Moment natürlich wieder Stopp wirkst. Hier musst du jetzt aufpassen, wir hatten Glück, dass wir nicht auch noch eingeschlafen sind. Und ja, hier haben wir jetzt in dem Moment natürlich mit Barret dann zumindest mal die Möglichkeit, so viel wie möglich an Schaden dann beim Gegner noch zu verursachen. Wir müssen das auch machen. Wie gesagt, wir wollen natürlich Cloud jetzt hier wieder befreien. Da ist er auch wieder zurück. Das Problem ist natürlich, er ist jetzt kampfunfähig. Das bedeutet, wir wechseln direkt wieder rüber zu Aris, wirken hier Engel, sodass wir Cloud wiederbeleben können. Und ja, wenn der Dünenwurm jetzt hier noch mehr TP gehabt hätte, hätten wir einfach da an der Stelle natürlich noch ja, mehr auf den Gegner eingehen müssen. Diese Runde ist eine ganz besondere, und zwar dieser Hectoculus. Das ist ein Gegner, der auch wieder alles, was du an Damage direkt wirkst, bei dir platzieren kann und dann bist du unter Umständen instant down. Das bedeutet, du solltest dafür sorgen, dass du beide Gegner natürlich erstmal wieder so nah wie möglich aneinander holst. Und das machen wir so, indem wir sie jetzt hier rüber locken. Jetzt wechselst du hier rüber zu Barret und leider hat er jetzt keine ATB-Leiste. Wir müssen erstmal ein bisschen draufschießen. Also, sobald das geladen ist, wirkst du jetzt auch wieder hier an der Stelle Stopp. Du wechselst dann aber direkt auch rüber zu Aris. Und mit Aris wirkst du dann hier an der Stelle über die Barriere-Materia Bann. Bann ist nämlich super wichtig, dadurch wird die Fähigkeit oder die Fertigkeit von diesem Gegnertypen, von diesem Schwamm, der da so rumhüpft, die wird aufgelöst und du kannst jetzt im Prinzip als nächstes zum Beispiel Seiska wirken, ohne dass dieser Schaden aber bei dir selber landet. Also Bann ist super wichtig, das muss man absolut hier beachten. Du wirst auch hier wahrscheinlich ein paar Durchläufe brauchen, bis du das so ein bisschen eingespielt hast, aber das wird funktionieren, gebe ich dir auf jeden Fall die Garantie. Und wenn du dann jetzt hier auch wieder im Heiligen Magiekreis dann
noch zusätzlich Seisgar gewirkt hast, dann siehst du, hast du relativ schnell die Gegner hier zumindest auch mal im Schockzustand. Das bedeutet, Cloud hat beide ATB-Leisten wieder geladen und Seisgar kann ausgeführt werden. Falls es jetzt mal hier direkt nicht funktionieren sollte und du vielleicht auch diesen Schwammgegner da nicht direkt down bekommst, dann kann es unter Umständen sein, dass er seine Fähigkeit zurückerlangt, im Prinzip den Schaden bei dir zu platzieren. Das bedeutet, dann wirst du nochmal genauso rangehen müssen und wirst dann auch wieder Bann wirken müssen. Wir sind in Runde Nummer 9 und das ist mit einer der härteren Runden. Und nicht, weil die Gegner jetzt wahnsinnig krasse Attacken haben, sondern einfach, weil jetzt hier diese große Moosschildkröte hier ja einfach sehr, sehr viel an physischen Attacken von uns schlucken kann. Hier auch wieder gleiche Herangehensweise. Erst Stopp mit Barret gewirkt, dann über Eris Cloud den heiligen Magiekreis zukommen lassen, die ATB-Leisten über ATB-Boost direkt wieder aufgeladen und anschließend Seisgar gewirkt und innerhalb von Seisgar wieder rüber zu Barret wechseln, wieder die ATB-Leiste laden und wieder Zeit wirken. Komplett das Spiel, wie wir das bereits kennen, nur hier jetzt mit der Besonderheit, dass die Gegner wirklich saustark sind. Was funktionieren kann, ist, wenn du hier zum Beispiel zuerst auf das Todesauge gehst, zum einen kannst du dir natürlich hier auch wieder die ATB-Leisten füllen, so wie wir das gerade mit Cloud machen, und zum anderen ist er der leichtere Gegner einfach hier an der Stelle, das muss man ganz klar sagen, weil diese Schildkröte, die ist schon richtig heftig und ich würde dir empfehlen, einfach so schnell wie möglich hier das Todesauge aus dem Match rauszunehmen, sodass du dich nur noch auf einen Gegner konzentrieren kannst. Du siehst, auch die Attacken von dieser Schildkröte sind schon richtig heftig und jetzt ist hier der letzte Strohhalm rund um Barret aktiviert worden. Eigentlich wäre er auch aus dem Match genommen worden, aber er hat noch ganze 1 TP. Das bedeutet, hier sollten wir jetzt einfach mal mit Eris zum Beispiel schauen, dass wir natürlich auch vielleicht Barret wieder ein bisschen heilen können. Das könntest du jetzt hier an der Stelle machen. Könntest natürlich auch warten, bis er rausgenommen wird aus dem Match und könntest ihn dann eventuell wiederbeleben. Das würde auch funktionieren, aber ich empfehle dir einfach hier zum Beispiel Vitra gegenüber Barret dann mal zu wirken. So bekommt er einfach schon mal ein bisschen TP. Hier über die Hälfte hat er wieder zurückbekommen. Und das ist natürlich schon nicht schlecht. So können wir natürlich auch dafür sorgen, dass Schaden über das Avalanche-Protokoll weiterhin bei Barret landet und nicht bei Cloud. Und da musst du einfach hier so taktieren, denn dieser Gegner ist wirklich sehr, 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 sehr stark. Und deshalb dauert die Runde auch relativ lang. Ich habe versucht, auch mit anderen Taktiken hier ranzugehen. Das ist wirklich hier die valideste Taktik, also die beste Taktik, die du irgendwie für dich hier mit angehen kannst. Hier ist natürlich auch das Problem, dass irgendwann Stopp nicht mehr die Auswirkungen bei dieser Schildkröte, bei dieser Moosschildkröte hier hat. Und dann das Ganze natürlich wirklich nur noch komplett über die Haut drauf Taktik funktioniert. Und hier auch wieder die beiden ATB-Leisten von Cloud geladen. Wir gehen wieder zurück in den Magiekreis und wirken wieder Seisgar. Anschließend hier nochmal mit Eris ein bisschen unsere Chars pushen in den TP. Und dann jetzt hier zum Beispiel mal Limit ausführen, wieder rüber zu Barret wechseln, sodass wir hier natürlich auch wieder die ATB-Leisten geladen bekommen. Und das Spiel im Prinzip hört an der Stelle nicht auf. Es ist komplett ein Dauerläufer. So musst du im Prinzip hier reingehen. Und dann wirst du auch dieses Match für dich entscheiden können. Das letzte Match, die letzte Runde dann, die ist nochmal eine ganz besondere Herausforderung. Und da müssen wir im Prinzip versuchen, unsere Taktik, gerade wie wir am Anfang die Runden immer gestaltet haben, erst mit Barret hier wieder zum Beispiel den Tombury stoppen. Das müssen wir jetzt wirklich perfektionieren am besten. Hier direkt auf Stopp gehen. Direkt den Tombury-König damit stunnen. Auch den Joker da drüben haben wir damit eingefroren. Als nächstes direkt hier auch wieder den heiligen Magiekreis über Eris bei Cloud platzieren. Den ATB-Boost bei Cloud einsetzen und anschließend direkt hier wieder Seisgar wirken, damit natürlich die Gegner so viel Schaden wie möglich bekommen. Der Tombury-König ist relativ anfällig für diese Geschichte. Du wirst es gleich sehen, er wird dadurch sogar in den Schockzustand kommen. Aber es ist nicht ganz so easy, wie man sich das vorstellt. Also es bleibt trotzdem schwierig. Und wir dürfen nicht vergessen, der Tombury-König kann dafür sorgen, dass wir halt auch instant down gehen. Jetzt haben wir hier natürlich so einen Schlaf abbekommen vom Tombury-König. Ist natürlich richtig, richtig bad. Deshalb direkt wieder rüber zu Barret wechseln. Und jetzt hatten wir hier den Worst Case, dass unsere MP nicht gereicht haben. Also, was machen wir? Einfach draufgehen an der Stelle
und natürlich hier wieder so viel Schaden wie möglich platzieren. Falls es so sein sollte, dass du natürlich jetzt auch nicht mehr Stopp direkt wirken kannst, dann geh hin und platziere dich mit Cloud immer hinter dem Tombri-König, sodass du hier natürlich nicht Gefahr läufst, von ihm direkt mit dem Messer getroffen zu werden. Das wäre absolut der Worst Case. Jetzt musst du auch aufpassen, jetzt kommen noch so kleine Tombris dann. Und im Idealfall hättest du jetzt aber noch MP von Barrett übrig gehabt und hättest den Tombri-König nochmal eingefroren und hättest dann direkt Seiska nochmal gewirkt. Das ist jetzt hier nicht super ideal gelaufen, aber ich möchte ja auch nicht jetzt die Runde zeigen, wie das hier wirklich Schmackofatz einfach nur ohne Probleme von sich geht, denn du wirst definitiv bei diesen Runden, gerade am Anfang, deine Probleme haben, denn diese Gegner und diese Wellen und diese Runden, die sind nicht einfach. Das ist absolut der Horror, das ist wirklich schwer. Cloud ist jetzt hier draufgegangen, das bedeutet, wir gehen direkt rüber zu Eris, wirken mit ihr jetzt hier natürlich das Wiederbeleben, also Engel, sodass wir Cloud zurückholen und können dann hier natürlich mit ihm auch wieder uns hinter dem Tombri am besten platzieren, um dann natürlich da wieder ein paar Schläge zu setzen, damit wir die ATB-Leisten natürlich wieder geladen bekommen. Der Joker setzt jetzt hier wieder irgend so einen super Trick von sich ein, das ist wirklich auch ein super nerviger Gegner, das muss man echt sagen. Und ja, Ziel ist es einfach jetzt, den Tombri-König hier irgendwo in den Schockzustand zu versetzen. Denn das ist dann das, was wir brauchen, um ihn auch wirklich relativ schnell zu besiegen. Du siehst jetzt hier an der Stelle, wir sind jetzt im Prinzip an einem Punkt angekommen. Wir haben Barrett verloren, wir haben Eris verloren. Wir haben aber jetzt hier nochmal die Möglichkeit, Seiska zu wirken. Das Ganze wird durch den Heiligen Magiekreis zweimal ausgeführt und wir haben den Tombri-König endlich im Schockzustand. Jetzt heißt es hier alles geben, voll draufhalten, sobald die ATB-Leisten wieder geladen sind, wirken, hier wieder Seiska ausführen und den Tombri aus dem Match nehmen. Jetzt haben wir noch den Joker übrig, hier müssen wir natürlich auch vorsichtig sein, ist auch ein mega starker Gegner, aber auch hier siehst du, wenn das einmal läuft und du den Tombri-König im Schockzustand gehabt hast, dann ist das mehr oder weniger ein Selbstläufer und dann kriegst du auch den Joker relativ schnell down. Als letztes wirken wir jetzt hier nochmal Limit und damit sind wir durch die Runden durch. Ich hoffe, dass du jetzt hier mit den Tipps natürlich auch ein bisschen was an die Hand bekommen hast, damit es dir leichter fällt. Es wird trotzdem kein Zuckerschlecken, das ist halt einfach so. Das ist wirklich eine sehr schwere Herausforderung. Aber ich drücke dir ganz fest die Daumen, du wirst das hinbekommen und dann freue ich mich natürlich auch, wenn du bei der nächsten Runde wieder mit am Start bist. In diesem Sinne, hau rein und mach's gut.